Herzlich willkommen zu einem neuen Made by Chance und endlich wieder mal unterwegs mit Lorenz Manni, unserem Experten für Festungen im Zweiten Weltkrieg. Hallo zusammen. Offensichtlich hat er wieder einmal Feuer für eine neue Expedition gefangen. Sein Objekt der Begierde und somit auch meins, der Kessel von Interlaken. Inmitten von Alpen zwischen Thuner und Brienzersee. Was für ein schöner Ort. Aufgrund seiner geografischen Lage war der Kessel während dem Zweiten Weltkrieg von größter strategischer Bedeutung. Um ein Gespür für die potenziell noch existierenden Relikte entwickeln zu können, greifen wir zu einem unglaublichen Dokument. Im Jahre 1949 führte die Schweizer Generalstabsabteilung des Festungswesens ein großes und streng geheimes Projekt durch. Es war die Karte einer akribischen Zusammenstellung aller militärischen Objekte, die die Schweizer bis dahin gebaut hatten. Dieser sogenannte Stellungsatlas gehört im Kalten Krieg zu den geheimsten Dokumenten der Schweiz. Leider können wir Ihnen nicht sagen, von wo wir diese Karte haben. Denn würden wir dies tun, müssten wir sie töten. Und wie wir das machen sollten anhand von einem Film, das wissen wir jetzt nicht so genau. Es wäre kompliziert. Aber wir schauen jetzt in die Karte rein. Diese Anhäufung von Objekten sind heute unter dem Namen Bödeli-Werke bekannt. Es handelt sich um ein militärisches, verbunkertes Abwehrsystem. Für den Befehl an den Zugführer-Stellvertreter wird die Munitionszuteilung so berechnet: Für die drei Punktziele im Feuerraum links wird Vernichtungsfeuer geschossen und pro Ziel und Minute 200 Schuss aufgewendet. Die Ausrichtung zur Zeit des Baus galt damals der Abwehr von mechanisierten Verbänden und Luftlandetruppen der Nazis. Inmitten dieses Kessels befand sich nicht nur einer der wichtigsten Militärflugplätze, sondern auch die wichtigste Führungszentrale des Schweizer Reduis. Das Armeehauptquartier des General Gison. Wir arbeiten uns also sozusagen von außen nach innen. Gibt es heute noch sichtbare Spuren dieser Armee, die diesen Kessel verteidigen sollte? Hinterließ vielleicht sogar General Gison hier Spuren? Schön, dass Sie bei diesem Abenteuer auch dabei sind. Irgendwo in der Schweiz, auf einer Anhöhe, steht einer unserer Späher als Flugwache. Er lauscht in die Stille der Nacht hinaus. Da ein fernes Motorengeräusch, ein fremdes Flugzeug, das in unseren Luftraum eingeflogen ist. Nach seinem geübten Gehör stellt der Späher das Instrument auf die Position des fremden Flugzeuges ein. Er meldet sie seinem Kameraden, der die Angaben sofort an die Auswertungszentrale telefonieren wird. Diese Filmausschnitte stammen aus dem dokumentarischen Spielfilm Unsere Fliegerabwehr bei Nacht. Dabei handelt es sich um eine Produktion der Schweizer Filmwochenschau aus dem Jahre 1944. Geistige Landesverteidigung für Kinobesucher. Aus kürzlich gefundenen Unterlagen ist zu entnehmen, dass die fünf Festungsbauten der Bödeli-Werke ursprünglich als in Kavernen gebaute Flappstände geplant waren. Sollte also ein Angriff erfolgen, hätte man den Feind noch in der Luft abgewehrt.
Was aber am Ende dieses militärischen Bauprozesses im Kessel des Generals entstand, hatte eine andere Funktion. Die vollständige Vernichtung gelandeter Flugzeuge mitsamt ihren Truppen. Wir machen uns also auf dem Weg, eines dieser fünf Werke aufzusuchen. Wir haben uns für dieses mit der Bezeichnung A1860 Goldswil entschieden. Ich bin froh darüber, dass mein Sohnemann Joscha auch dabei ist. Nach einer Weile Suchen finden wir in einer steilen Felswand zwei verbunkerte Kampfstände. Da in dieser Wand nirgends eine installierte Leiter zu finden ist, können wir nicht dazu gelangen. Wir müssen somit also mit unserer Drohne arbeiten, um unsere Untersuchungen durchführen zu können. Offensichtlich hatte man hier große Kavernen in die Wand geschlagen, die man schlussendlich wieder mit Betonkonstruktionen verschließen musste. Die beiden Scharten wurden offensichtlich für Kanonen angelegt. Wir finden aber keine Hinweise für ein Maschinengewehr. Der kleine Eingang ist deutlich ersichtlich. Aus den Plänen des Archives wissen wir, dass das Werk tatsächlich und vor allem aus zwei Kampfständen besteht. Diese sind mit einem Stollen verbunden. Was normalerweise als Munitionsmagazin genutzt wurde, musste hier in diesem Fall als Unterkunft, Küche und Feuerleitstelle eingesetzt werden. Diese Verhältnisse wirken aus unserer Sicht seltsam. Da wir aber nicht näher zur Anlage kommen, müssen hier zuerst noch viele Fragen unbeantwortet bleiben. Vielleicht haben wir beim nächsten Werk mehr Glück. Unser Plan ist es, die einzelnen Anlagen der Bötteli-Werke nach der Karte sozusagen im Uhrzeigersinn aufzusuchen. Somit wäre jetzt das Werk A1861 Enderberg an der Reihe. Dabei führt unser Weg quer über das Gelände des ehemaligen Militär- und Redway-Flugplatzes, der im Zweiten Weltkrieg erstellt wurde. Noch heute finden wir deutliche Hinweise auf diese Zeit, wo dieser Ort militärische Sperrzone war. Die Objekte erinnern an diese Zeit nach dem Mai 1941. Die deutschen Fallschirmjäger führten zum ersten Mal ein großes Luftlandeunternehmen durch und eroberten auf diese Weise Kreta. Eine Begebenheit, die die Schweizer stark verunsicherte. Im Bericht des Kommandanten der Flieger- und Flapptruppen an den General ist sogar von einer Fallschirmpsychose die Rede. Die Abwehrstrategie der Bödeli-Werke fußte offensichtlich auf dieser Furcht.
Der Weg führt also wieder nach oben. Der Boden ist gefroren und dadurch steinhart. Bei diesem Werk gelangen wir tatsächlich zu einem Eingang und einer Scharte. Da aber die Tür schon vor langer Zeit aus Sicherheitsgründen zugeschweißt wurde, können wir auch hier nicht hineingelangen. Aufgrund gewisser Baupläne wissen wir, dass alle Bauten der Bödeli-Werke identische Infrastrukturen aufweisen. Darum wissen wir auch, dass sich ein zweiter Kampfstand in der Nähe befinden muss. Das Gelände ist aber für das Herumklettern zu gefährlich. Und für die Drohne gibt es aufgrund der Bäume und des ganzen Geästes zu wenig Raum. Mithilfe einer kleinen Kamera erhalten wir zum ersten Mal einen kleinen Einblick in einen Kampfstand. Der Raum ist überraschend groß. Die Decke ist offensichtlich gewölbt und weist einen Wellblechmantel auf. Wir finden auch genügend Hinweise, dass hier einmal eine Hebellafette stand, auf dieser wiederum eine Kanone befestigt war. Von den Plänen her wissen wir, dass beide Kampfstände identisch groß sind und aufgrund einer dazwischenliegenden Treppe sich auf unterschiedlichen Niveaus befinden. Am 2. April des Jahres 1941 haben Holzfäller bei ihrer Arbeit Teile der Drahthindernisse um die Anlage beschädigt. Der Schaden wurde damals mit Hilfe einer Skizze aufgenommen, die für uns heute sehr interessant ist. Sie gibt uns Einblicke in eine andere Art von Abwehr, die offensichtlich alle Bauten der Bödeli-Werke aufwiesen. Das Stacheldrahthindernis. Wie lautete der Befehl des Armee-Hauptquartiers für diese Besatzung? Hier das Zitat. Kavernenbesatzungen beobachten die ihnen zugewiesenen Räume und vernichten die Flugzeuge beim Landen im Moment des Anhaltens sowie in Stellung gegangene Luftlandetruppen. Um nach unserem Plan zum nächsten Werk mit der Bezeichnung A1862 Widderswil gelangen zu können, kommen wir in diese Gegend, in dieser das berühmte Unspunnenfest entstanden ist. In der Einladung für das erste Fest im Jahre 1805 schrieb ein gewisser Frank Sigmund Wagner an das Volk: Nach den langen Jahren des Diktats und der Demütigung durch die Franzosen sollte dem Schweizer Volk wieder einmal Gelegenheit zu echter Festfreude geboten werden, sollten schweizerische Kampfspiele und Lieder das Selbstwertgefühl und das Nationalbewusstsein stärken. Der berühmte Unspunnenstein, der vom Anfang an traditionell gestoßen wird, wiegt fast 84 Kilo. Der Ort, wo sich die Anlage befinden soll, ist gut zugänglich. Zumindest bis zum Fuß an diese Felswand, in diese das Werk hineingetrieben wurde. Auch hier müssen wir unsere Drohne einsetzen, um etwas mehr über die beiden Kampfstände sehen zu können. Und auch hier ist die Infrastruktur diesen ähnlich, die wir schon gesehen haben. Da die Felswand hier aber wirklich stark exponiert ist, stellen wir uns folgende Frage. Hat ein Angreifer die geheime Anlage nicht schon von Weitem gesehen? Die Antwort finden wir auf Fotos. Bilder aus dem Jahre 2010 zeigen uns, wie die Bödeli-Werke früher getarnt waren. Auf diesen Bildern erkennen wir auch die Aufstiegsleiter, die mit einem Gitterschacht umgeben war. Hier musste sie einmal gestanden haben.
Vier der Bauten der Bödeli-Werke besaßen einmal eine solche Konstruktion. Wir werden noch die Gelegenheit erhalten, eine solche zu besteigen. Pensionen und Transportanstalten, das bedeutet Fremdenverkehr, einer der wichtigsten Zweige unserer Volkswirtschaft. Gewaltige Geldsummen sind im Fremdenverkehr angelegt worden. Ein großer Teil des Volksvermögens ist hier investiert. Es wird gerne darüber gescherzt, dass die Bödeli-Werke die große Invasion nicht aufhalten konnte und von den Einheimischen nur noch 6.000 überlebt haben. Der Rest sind Touristen. Wir müssen aber verstehen, dass der Tourismus in Interlaken eine 600 Jahre alte Tradition aufweist. Immerhin stammte das älteste Hotel aus dem Jahre 1323. Mittlerweile gibt es hier 60 Hotels mit über 4000 Betten. Dazu kommen noch 8 Campingplätze mit über 1000 Standplätzen. Im Jahre 1937 besuchten 1.630.000 ausländische Gäste unsere Hotels. 1939 brach der Krieg aus. Die Schweiz beherbergte in diesem Jahre noch 1 Million Gäste aus dem Ausland. 1941 schrumpfte dieses Kontingent auf eine verschwindend kleine Zahl zusammen. Zahlreiche Hotels mussten geschlossen werden und das hieß Not und Arbeitslosigkeit für viele. Tausende waren gezwungen, ihren Arbeitsplatz zu verlassen. Tausende stehen heute dem Nichts gegenüber. Das nächste Werk, das wir gerne gesehen hätten, wäre das A1863 Lütscheren. Es ist uns aber unmöglich, hier in die Nähe gelangen zu können. Also auch hier ist wieder die Drohne gefragt. Wir haben uns öfters gefragt, wozu die Mineure so große Löcher in den Berg schlugen, die sie schlussendlich unter großem Aufwand wieder zubauen mussten. In den Dokumenten aus dem Zweiten Weltkrieg fällt auf, dass die Besatzung der Bödeli-Werke tatsächlich immer von Löchern sprachen. Nie von Werken oder von Bunkern. Die Antwort auf diese Frage war für uns Zweitweltkrieg-Nostalgiker schon fast etwas ernüchternd. Alles, was wir bisher von den Bödeli-Werken gesehen haben, also die Betonbauten, die Panzertüren und auch die scharten Töpfe, stammten alle aus den Jahren 1960 und 61. Erst von da an besaßen die Werke jeweils 2x7,5 cm Feldkanonen auf einer Hebellafette. Wie sah aber die Bewaffnung der Bödeli-Werke während dem Zweiten Weltkrieg aus? Die deutsche Wehrmacht wusste es. Ja genau, richtig gehört. Dies geht aus einer Dokumentation hervor, die unter Mithilfe der deutschen Spionage über die militärischen Verhältnisse der Schweiz zusammengetragen wurde. Wir sprechen vom sogenannten Orientierungsheft Schweiz aus dem Jahre 1942.
Wir sehen hier einen Ausschnitt aus der Befestigungskarte des deutschen Oberkommandos des Heeres, die in diesem Büchlein enthalten ist. Die Karte verrät 7 Kavernen. Die 5 Bödeli-Werke sind mit ihrer Bewaffnung gekennzeichnet. Die 3 Kreise zeigen die Feldkanonen, die 2 Vierecke die Flappstände. Genauso war auch die Bewaffnung während dem Zweiten Weltkrieg. Sie war verblüffend rudimentär. 3 dieser Werke besaßen eine Feldkanone 7,5 cm aus dem Entwicklungsjahr 1903. Für die Seitwärtsjustierung stand sie auf einer sogenannten Bühler-Tankschiene Lafette. Das alles wirkt schon fast brachial. 2 der Werke besaßen eine Scharte, die vom Bauplan her so ausgesehen hatte. Es waren die Stände der Fliegerabwehrkanone aus dem Jahre 1938, 34 mm. Diese Waffe war damals modern, hatte aber ihre Tücken. Im Februar 1942 beklagte sich der Geniechef über die Rauchentwicklung. Bei einer Schusszahl von 50 bis 100 Schuss wird der Aufenthalt in der Kaverne unmöglich und die Besatzung kampfunfähig. Wir werden also noch sehen, dass die Bödeli-Werke während des Kalten Krieges eine größere technische Entwicklung durchlaufen musste. Was, Herr? Du wirst den Apfel schießen von dem Kopf des Knaben? Ich begehr's und will's. Ich soll mit meiner Armbrust auf das liebe Haupt des eigenen Kindes zielen. Er sterb ich. Du schießest oder stirbst mit deinem Knaben. Der Kessel von Interlaken wurde schon früh zu einem Ort der Kultivierung und der Pflege der Geschichte und den Mythen der Schweiz. Die hier aufgeführten Tellspiele gibt es schon seit dem Jahre 1912. Dieser Stummfilm entstand noch in den 20er Jahren. Die Aufführung erzählt die Geschichte des berühmten Freiheitskämpfer Wilhelm Tell und die Gründung der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Eine Geschichte, die sich im Jahre 1307 abgespielt haben soll. Das Bühnenstück selber stammt aus dem Jahre 1804 durch die Feder des Schriftstellers Friedrich Schiller. Während dem Zweiten Weltkrieg erhielt das Stück eine gewisse identitätsstiftende Bedeutung für die Schweiz. Dieser Film aus der Schweizerischen Filmwochenschau zeigt die Opernaufführung von Rossini. Adolf Hitler liebte Schillers Wilhelm Tell und zitiert ihn sogar in seinem Buch Mein Kampf. Es gab sogar Aufführungen im Dritten Reich, in diesem die Geliebte von Hermann Göring, Emmy Sonnemann, die Frau von Wilhelm Tell spielte. Nach einem misslungenen Attentat auf Hitler durch den Schweizer Maurice Bovon wurde das Stück im Dritten Reich verboten. Dies, weil der Attentäter als neuer Wilhelm Tell gefeiert wurde. Wir stehen hier vor der Kommandoanlage dieser Bödeli-Werke. Und diese Anlage ist noch immer streng geheim. Und die ist so streng geheim, dass wir nicht sagen können, wo sie ist. Denn würden wir das tun, müssten wir, Sie wissen schon.
Hallo. General Chance. Ja. Ja, Wachzüge. Ich will nicht diskutieren drüber. Nein. Ja. Da wir wissen, dass wir beim letzten Werk unsere Tour Eintritt zum Innen erhalten werden, freuen wir uns besonders darauf. Dieses befindet sich in einer riesigen Felswand am Harderkulm, dem Hausberg von Interlaken. Wir sprechen von der Anlage A1864 Kampflu, dem letzten noch vollständig erhaltenen Artilleriewerk der Bödeli-Werke. Die seltsamen Felsformationen und dunklen Ecken in den Wäldern am Harder erweckten schon vor langer Zeit gewisse Ängste der hier wohnenden Bevölkerung. Dunkle Mythen und Geschichten brachten Bräuche hervor, mit dessen Hilfe sich das Volk vor Dämonen schützen wollte. Als das Volk zum Schutz des Ortes diese Anlage in den Felsen trieb, hatte sich am Wesen der Furcht nichts geändert. Nur die Dämonen erhielten eine andere Gestalt. Was wir für lange Zeit von den Bödeli-Werken von außen betrachten konnten, aber auch mit Hilfe von Plänen darüber spekulierten, sollte uns plötzlich mit Hilfe der sogenannten Interessensgemeinschaft Bödeli-Werke für eine Besichtigung offenstehen. So, jetzt bin ich gespannt. Jetzt sind wir nämlich endlich oben und sehen im Original, wie das mal ausgesehen hat. So sahen also die Kampfebenen des Kessels des Generals von innen aus. Zumindest das, was davon noch übrig geblieben ist. Eine leere Hülle. Nicht aber ganz. Als stummer Zeuge aus einer anderen Zeit steht sie da. Die letzte der 10 Kanonen der Bödeli-Werke. Im Werk Kampflu sehen wir jetzt endlich einmal das Geschütz selber. Darüber weiß der Fachmann viel zu erzählen. Das ist eine 7,5 cm Bunkerkanone, hatte 20 Schuss Kadenz pro Minute, also 20 Schüsse. Ich glaube aus dem Grund, weil man einfach die Munition reinmachen konnte. Schießen, Hülse raus, Munition rein, schießen, Hülse raus. Bei anderen Geschützen, wie zum Beispiel bei einer 15 cm Haubitze oder Bunkerkanone, 15 cm, musste man ja die Ladung und die Treibladung montieren, also ein längerer Arbeitsablauf. –
Wo bleibt aber der Mythos? Wo der Ruhm? Und was ist mit Gison? War da nicht was? Ich nenne diesen Film Der Kessel des Generals, muss dabei aber zugeben, dass er bis jetzt noch nicht zur Sprache kam. Wie viele Spuren hat General Gison hier wirklich hinterlassen? Als er sich mit seinem persönlichen Stab in das Redoute zurückziehen musste, zog er mit 9 Fahrzeugen und seinem Territorialbataillon 195 nach Interlaken. Die berittenen Offiziere legten den Weg auf dem Pferd zurück. Das Ziel? Die Villa Kranz. Heute die Gemeindeverwaltung von Interlaken. Ursprünglich besaß das Gebäude den Namen Villa Rheinland, was damals seinem persönlichen Stab wohl etwas zu deutsch klang. Der Name Gison scheint aber alles zu sein, was von ihm hier noch übrig geblieben ist. Und ein einziges wichtiges Dokument. Seine persönliche Ehrenbürgerurkunde. Leider sind wir schon am Ende unserer Bödeli-Werke-Tour angelangt, aber es war wieder mal geil, mit Made by Chance zusammenzuarbeiten. Schön waren Sie dabei. Und nicht vergessen, das ist alles streng geheim. Nicht weiter sagen sonst. Wir Schweizer sollten den Ausfall an ausländischen Gästen wettmachen können. Wer immer die Möglichkeit hat, sollte es sich zur angenehmen Pflicht machen, unsere prächtigen Ferien- und Kurorte aufzusuchen und der Hotellerie und dem Gastgewerbe freundeidgenössische Solidarität zu bekunden. Uns selber leisten wir damit einen guten Dienst, denn gerade in unserer heutigen Zeit haben wir Ferien nötiger denn je. Je anstrengender, je aufreibender unser Alltag ist, umso mehr brauchen wir Erholung, Ruhe, umso mehr muss uns völliges Ausspannen neue Kräfte spenden. Auch die Hausfrau, deren Aufgaben durch den Krieg so sehr erschwert worden sind, sollte einmal fern vom Durcheinander des Alltags sich erholen können. Doch gerade ihr ist nicht geholfen mit der heute allzu verbreiteten Gewohnheit, sich ein Zimmer oder eine Wohnung im Ferienort zu mieten. Denn dies enthebt sie auch in den Ferien nicht der Alltagssorgen. Und auch der Hotellerie, diesem so wichtigen Zweige unserer Volkswirtschaft, ist damit nicht gedient. Ferienabonnemente, Pauschalreisen, eine riesige Auswahl an Hotels, Pensionen und Gaststätten für jedes Bedürfnis, jeden Geschmack und für jeden Geldbeutel machen es größten Kreisen leicht, diesem Appell zu folgen. Wer Ferien macht, schafft Arbeit und lernt die Schweiz, dieses unvergleichlich schöne Land, noch besser kennen und lieben.